Ja, ich weiß, Freunde. Ich habe Sonntag schon wieder nicht abgeliefert und es tut mir auch ein bisschen leid, aber es ist echt schwer für mich, sonntags Videos zu machen teilweise. Aber bevor dieses Video jetzt anfängt, machen wir eine kleine Challenge, und zwar die 10-Sekunden-Challenge. Dazu brauche ich mein Handy. Und ich gebe euch jetzt 10 Sekunden, und in diesen 10 Sekunden abonniert ihr diesen Kanal und drückt auf die Glocke, und dann machen wir mit dem Video weiter. Apropos, jetzt geht's los. 10 Sekunden. Kommt. Kommt. Das sind schon zwei. Das sind schon zwei. Los, schneller. Komm. Hier. Oh Mann. Komm schon. Warum kriege ich jetzt Nachrichten? Und vorbei. Schade. Okay. Vielen Dank fürs Abonnieren und für die Glocke aktivieren. Jetzt geht's los. Also, Videos mir sonntags irgendwie aus den Rippen zu schneiden, ist irgendwie schwerer als erwartet. Ich habe das irgendwie einfacher mir vorgestellt, um einfach kurz 5 Minuten erzählen, wie meine Woche war und das vielleicht ein bisschen lustig überbringen, ist schwerer als gedacht tatsächlich, weil es passiert aber nichts. Also irgendwie die Woche, wo ich gestreamt habe, die Woche, wo ich Urlaub hatte, habe ich halt gestreamt öfter, und das war's. Also dann war ich noch einmal schwimmen, aber das habe ich auf Instagram gepostet, und ich dachte mir, das muss ich dann nicht doppelt kommunizieren. Und da ich ja weiß, dass ihr alle Instagram-Follower seid, hier ist übrigens mein Name, brauche ich das nicht nochmal erzählen. Ne? Aber ich war halt schwimmen, und Schwimmen ist in diesen Tagen halt doch ziemlich geil. Kommt doch einfach mal mit schwimmen, dann bin ich nicht so alleine beim Schwimmen. Ansonsten möchte ich dieses Video einfach nur mal nutzen und aufzugreifen, dass wir jetzt einen neuen Moderator im Team haben. Und zwar ist es der Super Sam. Der Super Sam, ganz witzige Geschichte, wie ich finde, war damals schon zu Illusion Gaming-Zeiten Abonnent und hatte auf dem, wenn ich mich nicht irre, auf dem Community Server 1 zusammen mit seinen Brüdern auch gespielt. Und er hat mich dann irgendwie, oder den Zerberitz-Kanal irgendwie wiederentdeckt, und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben 100 Runden LOL gespielt und haben die krankesten Trash-Blitzcrank-Kombos auf der Botlane gespielt, die man sich vorstellen konnte. Das war super witzig. Ich würde gerne mal wieder eine Runde Trash-Blitzcrank spielen, tatsächlich. Und so nach und nach, und dann haben wir uns halt irgendwie nächtelang bis 4 Uhr morgens gespielt, unterhalten, wie es so weitergehen soll und was wir machen wollen und bla. Und als ich dann im letzten Video gesagt hätte, ja, ich will ein bisschen aufräumen und mal gucken, welche Moderatoren nicht mehr möchten, beziehungsweise nicht auf dieses Video reagieren und dass dann neue Modstellen frei werden, hat er mich gefragt, was wären dann, oder er hat sogar in die Kommentare geschrieben, man kann das nachlesen, was denn so ein Moderator machen soll oder ob eine Modstelle frei wäre. Und dann habe ich ihn jetzt zum Mod gemacht, tatsächlich, nach einem kurzen Gespräch. Es hat wirklich nicht lange gedauert, weil wir da sehr einer Meinung waren. Und dann hat er, und ich habe ja extra einen Moderatoren-Chat bei mir im Discord, wo dann halt nur die Moderatoren und ich drauf Zugriff haben. Und unter anderem hat er jetzt tatsächlich auch ganz viele Videovorschläge gemacht, zum Beispiel, was man als nächstes streamen könnte. Das macht der Boss übrigens auch, ne? Also nicht nur, dass jetzt der Super Sam hier super Arbeit macht, sondern der Boss macht es auch. Der Boss ist genauso gut dabei wie der Super Sam, aber ich bin halt froh, solche Menschen dann bei mir zu haben, an meiner Seite zu haben. Das ist sehr angenehm. Und er hatte zum Beispiel Wer Billions vorgeschlagen oder auch Monster Hunter World, was ich beide sehr interessant finde. Also das kommt auf jeden Fall auf die Liste, kann man mal spielen. Und auch Ideen für Sonntagvideos. Und da bin ich jetzt ein bisschen auf eure Hilfe, auf die Zuschauerhilfe in den Kommentaren gespannt, weil er hat ja jetzt sowas geschrieben wie, mach doch mal ein Thema Fleischkonsum oder mach doch mal, soll ich es in der Politik einen Downvote geben, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, was er mit Downvote meint. Unter anderem oder Stream-Highlights oder so, das wären halt für mich keine typischen. Hallo! Der stiehlt mir die Show, hört ihr das? Das hört man aber nicht so laut, ne? Dann rede ich einfach. Das wären aber nicht typische Sonntagsvideos, so wie ich sie geplant hatte, so mit Beritz die Woche und ich, ne? Sondern das wären dann halt tatsächlich Real Talk-Videos, so das, was ich mal angefangen habe, aber nie zu Ende gemacht habe, weil mir dann auch keine Themen mehr eingefallen sind, beziehungsweise ich auch keine Zeit hatte, das so auszuarbeiten, dass es mir selbst gefallen hätte. Ich hatte mal ein Video gemacht über Religion, das war halt so mega schlecht. Ich wollte es eigentlich schon lange runternehmen wieder von YouTube, weil ich mich dafür inzwischen einfach nur noch schäme, weil das so schlecht geworden ist. Ich müsste das aber nochmal überdenken, wie ich das am besten machen möchte. Der Vogel geht mir auf den Sack. Naja.
Aber schreibt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob man vielleicht neben oder stattdessen von Sonntagsvideos, wenn mir keine typischen Sonntagvideos einfallen, dass ich dann solche themenbezogenen Videos mache. Was mir spontan anfallen würde, wäre zum Beispiel ein Video über Greta Thunberg, was ich davon halte und wie die Kleine so drauf ist und sowas zum Beispiel, so als Alternative. Ne? Das wäre sowas von mir, wo ich mir sage, da kann ich mich trotzdem drin sehen. Naja, okay. Ansonsten war es das eigentlich so schon von mir. Ach so, was ich jetzt auch noch. Da höre ich mir auf, ne? Soll ich euch mal zeigen? Also, kleiner Exkurs in Sachen Vögel. Wusstet ihr, dass Vögel sehr schreckhaft sind? Natürlich wusstet ihr das. Vögel sind schreckhaft ohne Ende. Und Vögel werden, wenn sie gerade so drauf sind wie James hier jetzt. Jetzt ist er natürlich. Gerade wenn sie so drauf sind wie jetzt, ne, wo sie einfach nicht aufhören wollen, da muss man einfach ein schnelles, lautes, ganz überraschendes Geräusch machen. Wie zum Beispiel. Schon ist er ruhig. Wo er dann sich erschreckt und denkt sich, oh Gott, ein Feind, wo ist er? Ich höre ihn, ich sehe ihn nicht. Und dann sind sie ruhig. Das ist, aber dann fangen sie irgendwann wieder an, wenn sie denken, ach komm, hier war nur der dicke André. Dann fangen sie wieder an. Aber für den Moment ist dann erstmal Ruhe tatsächlich. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ein Thema möchte ich von den Themen, die der Super Sam vorgeschlagen hat, direkt abarbeiten, beziehungsweise vortragen. Und zwar ist es, welche Support deiner Moderatoren würdest du dir in Zukunft wünschen? So hat das genannt. Und das möchte ich eigentlich, das kann ich ganz einfach beantworten. Ich möchte einfach, dass der Chat ruhig bleibt. Also ruhig im Sinne von nichts Ausschweifendes in irgendwelche Richtungen. Ich möchte irgendwie mit Themenvorschlägen und Spielvorschlägen, weil ich habe meine Augen und Ohren auch nicht überall. Ich bin auch hart berufstätig und so. Und manchmal übersehe ich auch den neuesten Early Exit Shit so. Ne? Und dann, wenn ich da so einen Moderator habe, der da so dick im Biss ist, so, dann wäre das halt hilfreich. So. Ich habe zum Beispiel jetzt schon wieder von. Ich weiß gar nicht, war es der Boss oder war es Sam, ich weiß es nicht, den Vorschlag für ein kleines Indie-Game gekriegt, was ich ziemlich cool, was ich ziemlich witzig finde, was man mal streamen könnte. Das werde ich mir demnächst auch genauer angucken. Sowas zum Beispiel, ne? Also da mal die Augen offen halten, was man für Themen, Videos und Spiele machen kann. Und natürlich auch irgendwie, wenn Streams anstehen, diese Streams auch irgendwie publik machen. Also auf irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, na, WhatsApp-Gruppen vielleicht nicht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt in Gruppen teilen, Facebook, Tinder, mir egal, ne? Sowas halt. Und mir auch Feedback geben, wie waren die Streams und was kann man besser machen, was ist super und was kann man einfach weglassen, sowas halt. Ne? Das würde ich einfach super einfach finden und super gut finden. Mehr muss für mich im Moderator eigentlich auch nicht machen. Wenn euch noch Sachen einfallen, die ihr von euch aus machen wollt, machen könnt, schreibt's in die Kommentare, schreibt mir auf Discord. Ich bin für alles offen und ich glaube, ich habe inzwischen genug bewiesen, dass man mit mir ganz gut reden kann. Wir finden bestimmt irgendwas. Ne? Also, das war's soweit von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Lieben. Wir sehen uns im nächsten Stream, im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.